Hier, am großen Portal der Rose, soll das Kampfgeschick über euer Schicksal entscheiden. Nach und nach werden meine besten Krieger und, solltet ihr so lange überstehen, schließlich auch ich selbst gegen euch antreten. Bahia, es fängt an. Kämpft! Okay, jetzt müssen wir gegen Palastwachen kämpfen. Okay. Die scheinen aber nicht besonders stark zu sein. Deswegen alle mal ordentlich drauf los. Okay, die erste Palastwache wird gleich von Philisten auf die Bretter geschickt. Ja. Ihr habt gesiegt. Vielleicht seid ihr doch nicht so schwach. Okay, nächste. Wieder zwei Palastwachen. Bei Angros Spark! Dieses Mal sind sie wieder genauso stark. Komm, du kriegst mal einen Kugelblitz von mir ab. Ja. Und vom Feierriss. Ja. Oh, das war ein schöner Kugelblitz. 14 Treffer. Was? Okay, die Palastwachen scheinen etwas härter zu sein. Was? Komm, komm! Ei? Achtung! Eure Entschlossenheit ist bemerkenswert, Zumora. Doch noch ist diese Prüfung nicht vorbei. Bahia! Okay, jetzt sind es vier auf einmal. Okay. Ja. Bei Angros Spark! Haha! Ja? Sanyasa! Na komm, du kriegst mal Sumos Leib ab. Du bist nämlich was Sterbliches. Du kriegst nur Schaden dadurch. Ja? Und meine ganze Ausdauer ist weg. Mein gezielter Stich, Korkrin, Wuchtschlag. Okay. Meine ist auf die Bretter geschickt. Ja. Feiere ist halt mal am besten Kuano. Ihr seid würdige Krieger. Doch wie lange wird euer sumorischer Stolz euch noch auf den Beinen halten? Bahia! Ja? Ja? Das geht, glaube ich, nicht mehr lange gut. Angriff! Ei? Was? Bei Angriff Spark! Vor allem, weil Falken gleich stirbt. Kuano, du kannst ruhig auch was machen. Komm schon! Ei! Feieres, du kannst Falken heilen und ich kann gerade so gut wie gar nichts machen. Balsam Galabunde, let's see. Gegen mich an. Okay, alle auf sie. Sie hat.
wenn sie fällt. Ach, so schade, wäre auch zu schön gewesen. Angriff! Erstmal den, der Feieris angreift. Ja? Ha! Achtung! Weil ich habe noch volle Lebenspunkte. Feieris nicht so. Das war's mit den vollen Lebenspunkten. Bei Angriff spart! Frau Grimm, trink mal lieber einen Schluck. Und dann kannst du dem hier weiter verwirbeln. So, ein Melictus von mir, dann dürfte der, der gerade mit Vorgrim kämpft, auf den Brettern liegen. Genau. Ja. Vorgrim kann mal kommen und mir den hier abnehmen. Ja. Iris kann Quano heilen. So, das war der letzte. Ihr habt uns besiegt. Auch wenn ich es nur ungern zugebe. Im Kampf seid ihr ein mehr als würdiger Gegner. Mehr als würdig? Ja, okay, sie lobt uns. Mehr als, also ein würdiger sind wir nicht, wir sind schon mehr, weil wir sie ordentlich verdroschen haben. Da gewährt mir die Ehre, nämlich eure Gemeinschaft auf. Kampfgeschick ist nur eine der Tugenden, die ein Krieger der Ehrengarde besitzen muss. Treue ist die nächste, die es unter Beweis zu stellen gilt. Okay, was müssen wir jetzt machen? Bevor ihr euren ersten Schwur ablegt, solltet ihr euch mit meinen Amankai beraten, an welche Elementarkraft ihr euren Eid zu binden gedenkt. Welche Element? Jeder Eid steht im Zeichen eines der Elemente, demnach kann man den Eid auf unterschiedliche Weise ablegen. Ja, fragen wir mal danach. So ist es. Die genaue Natur des Eids hängt von der elementaren Kraft ab, die ein Krieger mit seinem Schwur verbindet. Klingt kompliziert. Wäre ihr ein Kind Tishianas, könntet ihr diese Wahl ohne Zögern treffen. Doch Fremden wie euch wird es an jener Art der Eingebung mangeln. Ihr werdet sicher klarer ja, sein, okay, wenn ihr mit meinen drei Amankai gesprochen habt. Gut. Gibt es noch mehr als einen Schwur? Das Band zwischen Hochkönig und Ehrengarde entsteht durch das Bekenntnis im Blute und im Geiste. Diese werden in Form eines Schwures besiegelt. Jedes der beiden Gelöbnisse geschieht im Zeichen einer der sechs elementaren Kräfte. Also zwei Schwüre. Ihr werdet am ehesten begreifen, wenn ihr mit den Amankai sprecht. Und mehr über das hochelfische Wesen und die Natur eurer bevorstehenden Entscheidung erfahrt. Kehrt zu mir zurück, okay, sobald ihr bereit seid, den Schwur des Blutes zu leisten. Ja, also da müssen wir jetzt mal mit ihren Offizieren oder was auch immer Amankai sind sprechen. Okay. Amankai, steht hier einer. Da steht einer. Ach, und da unten steht noch einer. Okay, also sprechen wir erstmal mit ihm hier. Hallöchen. Hör dau, Fremde. Die erhabene Amanschar bat mich, euch von der elementaren Natur meines Bluteids zu erzählen. Jupp. Meinen Blutschwur legte ich mit der Macht der Lüfte ab, auf dass ich unter Tishianas Feinden wüten könne wie ein Sturm und die Klingen meiner Feinde ins Nichts schlügen. Aha. Hab Dank, edler Krieger. Vielleicht werde ich auch mein Eid in diesem Sinne ablegen. Oh, Truhe. Was gibt's hier? Kerzenstädter Kreuz. Ah, eine Goldmünze. Die nehmen wir mit. Ihr dürft hier bei einem Nardoretta Antiquitätenhändler oder sowas gut was wert sein. Also Luft ist das erste Element. Was ist seins? Auch wenn ihr unsere Amanschar besiegt habt, werdet ihr nie ein Kind Tishianas sein. Wollen wir auch nicht. Wir selbst müssen für den Erhalt unseres Erbes kämpfen. Doch sollt ihr erfahren, welches Element mich mit meinem Blutschwur verbindet. Gut. Ich schwor bei meinem Blute, welches so ehren ist wie das Erz.
auf dass ich den Feinden Tishianas mit unermüdlicher Kraft entgegenstehen könne, wie ein Felsen in der Brandung der Ewigkeit. Das klingt sehr zwergisch. Hab Dank, edle Kriegerin. Vielleicht werdet auch ihr eines Tages lernen, anderen Völkern zu trauen. Ja, warum nicht? Und der letzte? Sollen andere gegen ein Bündnis mit euch Sumurran sprechen, ich habe beschlossen, euch zu trauen. Vorerst zumindest. Genau betrachtet lässt der Krieg gegen die Horden des Namenlosen uns auch keine andere Wahl. Ah, der Namenlose wird hier immer wieder erwähnt. Meinen Eid leistete ich im Zeichen des Eises, auf das meinem Blut selbst unter brennendstem Schmerz die kühle Gelassenheit innewohnt, die meinen Pfeil auch in der tobenden Schlacht niemals fehlgehen lässt. Eis klingt auch gut. Hab Dank für den Einblick. Okay. Dann wollen wir mal den Schwur leisten. Ihr kehrt zurück. Also seid ihr bereit, den Eid des Blutes abzulegen? Ja. Ja, ich bin bereit. Lasst uns mit dem Schwur beginnen. So sei es. Für Drakon, Bewahrer der Elemente, höre mich an. Vor uns tritt heute ein sterbliches Wesen, um sein unwürdiges Sein in den Dienst des von dir gesalbten Hohen Königs der Elfen zu stellen. Ich hätte jetzt große Lust, ihr noch meine Trachtprügel zu verpassen. Unwürdiges Wesen. Nun spricht die Worte. Ich schwöre, den Kampf gegen die Feinde Tishianas aufzunehmen und erst zu ruhen, wenn derer alle besiegt darniederliegen. Ja. Ich schwöre, den Kampf gegen die Feinde Tishianas aufzunehmen und erst zu ruhen, wenn derer alle besiegt darniederliegen. Nun, wähle und vollende den Schwur des Blutes. Mein Blut soll... Mein Blut soll durchdrungen sein von der Luft? Nein. Mein Blut soll erfüllt sein von der ehrenen Kraft des Erzes. Wie es für ein Zwerg typisch ist. So ward es gesprochen, so soll es geschehen. Der Schwur des Blutes sei das erste Band der Ehre, das Bündnis zu besiegeln zum Hohen König Fenvarien. Empfange den Brustharnisch Tishianas als Zeichen deines Bundes. Bring Biondrala diese Schriftrolle von mir. Auch von ihr werdet ihr geprüft werden. Solltet ihr euch als würdig erweisen, so werdet ihr vor ihr den Schwur des Geistes ablegen. Von da an werdet ihr Teil der Ehrengarde sein. Okay, wo finde ich Biondrala? Im östlichen Teil dieses Hofes, nahe der kleinen Brücke am... Okay. Toll. Ja. Hätte ich das vielleicht mal durchlesen sollen. Weswegen der Captain zu seiner Suche aufwacht, scheint nun klarer. Eine Prinzessin, welche diesen sonderbar magischen Anmut im Palast zu Hause ist. Die Priesterin, mit der wir gleich nach Ankunft in jedem Palast sprachen, deutete uns den Weg zu einem alten Lurti-Schrein. Jeden Ort zu heilen, so weiß sagte die Priesterin, wird dabei helfen, die Prinzessin zu finden. Skarabäen besiegen haben wir, Orima-Priesterin haben wir nochmal besprochen. Ja. Und wir haben einen Harnisch gekriegt. Und wir tragen immer auch die Torvaler Wasserstiefel mit uns um. Kann ich wahrscheinlich nicht getragen werden von Zwergen, habe ich recht? Doch, kann getragen werden von Zwergen. Brust 3, Brust 1, Bauch 4, Rücken, linker und rechter Arm. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Linkes Bein, rechtes Bein. Naja, okay. Warum auch immer gerade jetzt ein Leck kam. Dann werden wir jetzt mal gucken zu ihr hier. Ich dachte, wir Torvaler würden schon komplizierte Schwüre ablegen. Aber diese Hochelfen hier sind ja noch eifriger darin. Ach, Vex regelt das schon für mich mit dem Schwören. nette Unterhaltung zwischen Finnissen und Quano.